Das wünscht ihr. So, wenn es gut geht, ja, der läuft einfach an mir vorbei. Das ist cool. Das gefällt mir. Ah, lecker. Wackelig wie ein Kartenhaus. Aber ja, die Challenge war verdammt gut. Vom Schwein. Vom Schwierigkeitsgrad. Wieder zwei Nachrichten. Das ist nicht gut. Die Challenge war auf jeden Fall verdammt interessant, weil die war wirklich gut. Die war wirklich von der Schwierigkeit gut. Alter Falter. Ich habe am Anfang gewaltig Schwierigkeiten bekommen, nur ganz knapp überlebt quasi. Und hab's dann noch geschafft. Und wenn eine Mission so ist, dass man voll aufs Maul bekommt, kurz vor der Niederlage steht, aber dann noch das Blatt wenden kann, dann ist der Schwierigkeitsgrad eigentlich fast perfekt. Könnte ein bisschen zusätzliche Nahrung. Nein, deine Hosen rutschen nicht. Seit meinem Hörspiel muss ich da auch nur an eins denken. Bewegt euch zur Stelle! Bewegung! Na los! Eine Nachricht vom Schwein. Gott, da geht es schon wieder weiter. Es sind noch zwei Schweine übrig. Aber Hauptsache noch Nachrichten spammen. Das Schwein ist im Anmarsch. Wir werden das in der heutigen Zeit. Eine E-Mail von Schwein. Ja. Nachricht aufmachen. Schlag die Trommel. Ah, in den Spam-Ordner. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Aber es hat mir schon mal jemand den genialen Vorschlag gegeben, eine Nachricht von Richard Löwenherz als SMS-Klingelton quasi zu nehmen. Oh, das wäre so episch einfach. Das sitzt man zum Beispiel einfach in der Bahn oder so, oder im Bus oder so in der Art, und auf einmal eine Nachricht von Richard Löwenherz. Nimmst du das Handy raus, schaust du auf. Ah, ja, okay. Ja, alle Leute schauen nur blöd. Oder eben das von Stronghold, eine Botschaft her. Das kommt sehr allgemein auch gut. Aber ich finde das mit Richard Löwenherz eigentlich noch geiler. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Was wünscht ihr? Ich glaube, das mache ich. Ich glaube ernsthaft, ich werde mir das jetzt bald als Klingelton holen bei SMS. Gemischtes oder pures? Rind, Schwein, halb. Muss schon genauer sein. Obwohl, wenn er aus mir Hackfleisch macht, dann wird es wohl schwer Rinder- oder Schweinehackfleisch sein. Na gut. Na endlich. Ich werde zwar öfters als Schwein bezeichnet, aber nein, so weit geht das nicht. Nicht in den DNA-Bereich. Von daher wird es Menschenhackfleisch sein, stimmt. Menschenhackfleisch. Eine Nachricht vom Schwein. Wusstet ihr in dem Prinzip eigentlich, um mal zum Thema Kannibalismus zu kommen, was wir heute für Themen besprechen? Über Gleichberechtigung, über irgendwelche Randgruppen, über Witze, über Abonnenten, über irgendwelche Videos, jetzt zu Kannibalismus. Aber gut, wenn halt die Überleitung stimmt. Und zwar, es ist so, dass alle Tierarten, Menschen sind im Prinzip eigentlich auch eine Tierart, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ich weiß, es gibt jetzt viele religiöse Menschen, die mir deswegen am liebsten eine scheuern würden, aber es ist meiner Meinung nach halt einfach so, dass Menschen ebenfalls eine Tierart sind. Und bei allen Tierarten ist es einfach so, dass die nicht eigenes Fleisch essen können. Also kein Fleisch von Artgenossen. Wölfe können keine Wölfe essen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt ein paar Ausnahmen im Tierreich. Aber der Großteil aller Tierrassen und auch bei Menschen können keine eigene Art essen. Wenn jetzt ein Mensch Menschenfleisch essen würde, selbst wenn er es nicht wüsste, ich glaube zu über 90%, 95% würde er sich danach übergeben, weil der Körper das nicht annimmt. Das ist quasi wie eine DNA-Erkennung, die im Körper drin ist. Bei Kannibalen ist das wieder was anderes. Bei denen ist es halt einfach anders. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt. Aber ansonsten, beim allergrößten Teil der Menschen, die können kein eigenes Fleisch essen. Das heißt, wenn es jetzt Menschenhackfleisch gäbe, ich glaube, die wenigsten könnten das essen. Ich will nicht wissen, wie es schmeckt. Es gibt Leute, die sagen, es schmeckt nach Hühnchen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Herr. Ich will echt nicht wissen, wie Menschenfleisch schmeckt. Ja, Herr. Es ist auch ein bisschen verstörend, darüber nachzudenken. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, wie viele Rinder, Schweine und Hühner geschlachtet werden. Also einfach hingerichtet quasi, auch wenn das Lebensformen sind. Ist das auch schon krass.
Auf der anderen Seite, es schmeckt einfach so lecker. Wenn ich dann einfach mal so ein Steak vor mir habe, dann denke ich nicht an die Kuh. Ich denke einfach an ein leckeres Steak. Aber ja, es gibt schon, vor allem wenn man mal auf irgendeine Weise gesehen oder gehört hat, wie es in so einer Schlachterei stellenweise abgeht. Vor allem bei Hühnern hier in Deutschland. Die werden ja mittlerweile maschinell geschlachtet. Und nach allem, was ich gehört habe, wird denen per Maschine in einer Fließbandproduktion der Kopf so lang gezogen, bis er abgerissen wird. Und wenn man über sowas nachdenkt, denkt man sich, was sind Menschen eigentlich stellenweise für sadistische Schweine? Das ist schon krass. Ja, Herr. Manchmal gut. Hilft nur Muskelkraft. Aber die meisten, so ist halt unsere heutige Gesellschaft. Nichts geht über Effektivität. Wenn es effektiver ist, mit einer Maschine zu töten, hallo. Maschine her. In unserer leistungsorientierten Gold Gesellschaft ist alles willkommen, was mehr Leistung bringt. Frei nach dem Prinzip Leistung, Leistung über alles. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein ziemlich starker Kritiker unseres heutigen Wirtschaftssystems bin? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Gut, auf der anderen Seite hätten wir vielleicht nicht den Wohlstand, den wir jetzt haben. Ja, Herr. Wenn wir nicht was immer auf Leistungsdruck ihr? Aus wären, auf maximale Leistung. Die Japaner sind da ja noch krasser, was es angeht. Aber auf der anderen Seite, man kann nicht sagen, ob es besser oder schlechter wäre. Aber trotzdem kritisiere ich einfach unser heutiges System. Genau wie das Bildungssystem. Die meisten Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ich gegen das Bildungssystem habe. Sagen wir es mal so, ich bin ein Kind, das dreimal umgezogen ist zwischen Bundesländern in seiner Kindheit. Und in dieser Zeit lernt man das Schulsystem zu hassen. Wenn man zwischen Bundesländern umzieht, dann merkt man erstmal, wie beschissen unterschiedlich die Bundesländer sind, was das Schulsystem angeht. Und meiner Meinung nach sollte das einfach nicht sein. Speichern. So Schwachsinn. Anstatt ein einheitliches Schulsystem zu machen, das sich auch viel leichter verwalten lässt, lassen die halt jedes Bundesland ihr eigenes Bier machen. Ja, Herr. Ihr eigenes Bier machen. Was gibt's? Ja, ja. Bei zwei Umzügen hat's geklappt, einmal bin ich aufs Maul gefallen, als ich nach Bayern gezogen bin. Weil ich in den Hauptfächern 1 bis 2 Jahre hinterher war. Und das war jetzt wirklich mein Ernst, ich war. Im Fach Geschichte war ich total voraus. Wir sind schon fast beim Zweiten Weltkrieg angekommen und da haben die gerade erst angefangen, ins 19. Jahrhundert zu gehen. Oh, Moment. So, jetzt hat's mich kurz aufgestoßen. Na, auf jeden Fall waren die noch bei Bismarck oder so, während ich woanders schon beim Zweiten Weltkrieg fast angekommen war. Und da war ich total voraus. Toll, aber in den Hauptfächern, Deutsch, Englisch, Mathe. Vor allem in Mathe. Sachen, Rechnungen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, nicht mal im Ansatz. Und ja, ich bin einmal in der 9. Klasse, Hälfte der 9. Klasse, wegen dieser Scheiße sitzen geblieben. Obwohl ich niemals ein schlechter Schüler war. Ja, Herr. Na endlich. Bewegung. Na los. Dann ging es halt weiter. Danach Berufsschule gemacht. Berufsabschluss. Ohne Probleme. Dann, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich es auch gemerkt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Die Abiturnote richtet sich sehr, sehr stark nach der Schule und nach dem Bundesland, bei dem man es macht. Gutes bayerische Abi ist gut. Nach den Schulen richtet sich danach, wie man vorbereitet wird. Aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, die bei uns, also in der Schule, in der ich mein Abi gemacht habe, die es in der Schule nicht geschafft haben, die durchgefallen sind mit einer 5 oder einer 6, dass die danach nach Crailsheim gegangen sind, in Baden-Württemberg, und dort einen 1er-Schnitt Abi gemacht haben. Und für mich, der sich angestrengt hat und gelernt hat wie eine Sau, dafür, dass er einen 3er-Schnitt gerade mal hat, ich habe echt einen 3-Komma-Abi-Schnitt, und das zählt noch als guter Durchschnitt. Es gab nur sehr wenige, die einen 2-Komma-Schnitt gehabt haben, und nur eine kleine Handvoll, 2, 3 Leute in der gesamten Schule, die einen 1-Komma-Schnitt geschafft haben. Bei uns in der Boss. Und das ist halt Bayern, und das war unsere Schule, die dementsprechend auch ein ganz gutes Stück härter war, was die Grundnoten angeht. Man kann noch so gut in der Prüfung sein, wenn die Grundnoten schon kacke sind, ist es auch doof. Und von daher, ich bin ziemlich gearscht gewesen immer mit dem Schulsystem, und von daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie kacke das ist. Jetzt auch beim Studieren. Ich merke, wie wenig mich dies auch noch so absolut harte Abi vorbereitet hat. Im Prinzip fast überhaupt nicht. Und gleiches gilt fürs Berufsleben. Während meiner 4-jährigen Ausbildung habe ich auch erlebt, was da für eine Scheiße stellenweise abgeht. Von daher denke ich mir echt. Speichern. Was leben wir für eine Welt?
Aber ja. Gott, wie habe ich mich in den Themen verrannt? Ich habe mittlerweile über 200 Streitkolbenkämpfe. Ich sollte mal angreifen, bevor ich mich weiter auslasse. Den ganzen Weg? Und ja, ich nehme mal wieder ein paar Schlücke nachträglich, weil es wieder ein paar Schweinsnachrichten gab. Ihr Schweine, ihr werdet leiden. So, hauen wir euch mal kaputt. Armbrustschützen für einen Angriff. Mit tragbaren Schilden vielleicht okay. Mittlerweile habe ich die echt lieben gelernt. Aber so. Nee. Aber ja, um nochmal auf das Thema Leistungsdruck zurückzukommen. Bei den Japanern ist es ja ganz krass. Richtig krass. Da geht es schon los. Vor kurzem, ich habe es zwar nicht gesehen, aber jemand, den ich kenne, der hat mal einen japanischen Austauschstudenten gesehen. Der war wahrscheinlich 12 oder 13 Jahre alt. Oder 14? Ich glaube 14. Der geht vom Aussehen her echt noch als Kind durch und war ein Austauschstudent. Genau da sollte man sich überlegen, wie krass die Japaner drauf sind. Die kriegen halt schon so früh den Druck vom Elternhaus und von der Schule her. Die werden ja, glaube ich, schon mit 3 oder 4 Jahren werden ja schon eingeschult. Wann ist es noch härter? Und ganz ehrlich, meine Kindheit möchte ich nicht in Japan gemacht haben. Aber gut. Auf der anderen Seite sind die Japaner auch einfach ein paar harte Schweine, das ist Wahnsinn. Man kann langsam nicht mehr zählen, wie viele Atomexplosionen und nukleare Verseuchungen es bei denen gab, aber trotzdem, in dem kleinen Land, tummeln sie sich und sind fleißig und arbeiten. Also wenn es ein Volk gibt, das Übermenschlichkeitsstatus verliehen bekommen sollte, sind es die Japaner. Die sind einfach nicht mehr normal. Trotzdem möchte ich dort nicht aufwachsen. Eine Nachricht. Nein. Ich hätte lieber eine Kindheit mit Freizeit. Danke. Das ist auch was Wichtiges, was ich mir gesetzt habe für Zukunft, egal ob Beruf oder Schule. Die Freizeit sollte nicht komplett zu kurz kommen. Wenn es irgendwas gibt, wofür ich meine gesamte Freizeit, mein gesamtes Privatleben opfern müsste, wäre es mir das nicht wert. Egal was es wäre. Es gibt viele Leute, die das machen, ich bin keiner davon. Und wäre ich einer davon, würde ich jetzt mittlerweile nicht mehr Let's Playen. Also könnt ihr euch auch drüber freuen, über meine Einstellung. So, und da waren wieder ein paar Nachrichten. Und damit haben wir gewonnen. Und die zweite Flasche ist noch ein Viertel voll. Na also. Und es hat funktioniert. Leck mich am Arsch. 2500 Truppen getötet. Und alles an Truppen, die Streitkolbenkämpfer und besser waren. Und Ambusschützen halt. Nicht schlecht. Erstellte Truppen. Zweitbeste. Das gelbe Schwein. Ich wollte schon gerade sagen, wie viel hat er getötet? Das sind ja wir. Alles klar. Der als letztes, die vorletztes gestorben ist. Der gelbe davor. Okay. Ah, das fehlt aber irgendwie noch. Ich finde, das fehlt noch. Das ist das, was ich meinte. Eigentlich sollte Firefly einfach nur eine verbesserte Version von Crusader 1 rausbringen. Ein System, in dem die Computerspieler bessere KI haben, untereinander handeln, sich untereinander richtig Hilfe schicken und einfach um einiges besser agieren, schwieriger sind, noch neuere Burgen haben, bessere Burgen haben, richtig optimiert sind und noch größere Karten. Und vielleicht ein bisschen aufgebohrte Grafik, aber das ist optional. Und ich schwöre euch eins, Firefly, die Leute werden euch das aus der Hand fressen. Vor allem ich. Ich werde die ganze Hand abbeißen, wenn ihr mir ein verbessertes Stronger Crusader hinlangt. Aber ja, vielleicht kann man irgendwann mal drauf hoffen. Aber jetzt gibt es erstmal Crusader 2, da kann man ja auch mal hoffen, dass das gut wird. Vor allem bin ich mal auf die Beta gespannt, die dürfte jetzt auch bald mal kommen. Aber schön. Dann danke ich mal wieder fürs Zusehen. Das war Challenge Numero 6. Nochmals vielen Dank an Drigalski. Jetzt haben wir's. Am Anfang, das war jetzt in den Outtakes drin, aber das habe ich schon gelöscht. Habe ich irgendwie Drigalski gesagt. Drigalski. Vielen Dank an ihn für die Challenge. Die war echt super. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir gefallen. Und ja, dann freue ich mich natürlich über weitere Vorschläge.
weitere Challenge-Vorschläge, weitere Challenge-Ideen bitte wieder unter dieses Video, also unter das letzte dieser Aufnahme. Das hier wird ja garantiert das letzte sein. Und dann freue ich mich natürlich drüber. Vergesst auch nicht, die Challenges zu bewerten, die ihr seht. Wenn jetzt eine dabei ist, die euch gefällt, selbst wenn, ich muss jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ihr so fair seid, selbst wenn ihr eure eigene Challenge reingestellt habt und ihr findet eine andere interessant, dann gebt denen auch einen Daumen hoch. Gebt den Leuten einfach eine Chance. Und etwas, das ich nochmal erwähnen wollte, weil ich vor kurzem gesehen habe, dass German Nugget Game kommentiert hat und wieder eine Challenge vorgeschlagen hat, wollte ich nur sagen, ich belasse es jetzt erstmal bei den Leuten, die das gemacht haben. Also die Leute, die das, die mir jetzt schon eine Challenge gegeben haben. Das wären Midomen, German Nugget Game, Kevin Scheffel, Zuma 210, Bibo Lara und Rigalski. Diese sollten mir im Idealfall eigentlich erstmal keine Challenge-Vorschläge mehr posten. Weil ich möchte, dass jeder eine Chance hat. Diejenigen, die schon dran waren, die sind dran gewesen. Die können gerne wieder neue Vorschläge bringen, sobald ich es sage. Also irgendwann gibt es dann wahrscheinlich eine neue Staffel. Aber in dieser Staffel, in dieser quasi ersten Staffel, sollen sehr viele Leute die Chance haben. Ganz alle kann ich nicht versprechen, weil es kommen immer Leute dazu. Wahrscheinlich schneller, als ich es abarbeiten kann. Aber es sollen viele Leute die Chance haben, ihre Challenge zu posten. Und deswegen bringe ich ungern zweimal denselben Ersteller hin. Zumindest jetzt in dieser Staffel quasi. Na schön, dass ich das auch mal erwähnt habe. Dann danke ich mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, die Themen waren euch nicht zu ernst. Am Anfang war ich ja eher lustig drauf. Gegen Ende wurde ich immer sozialkritischer irgendwie. Ihr könnt mir auch sagen, ob euch das gefällt oder ob ihr lieber wollt, dass ich mehr über Spiele rede oder mir einfach irgendwelche lustigen Sachen erzähle. Ihr könnt mir aber auch gerne sagen, wenn ihr wollt, dass ich öfters über solche Themen rede wie das letztens. Gut, es wird mir zwar nicht immer dazu was einfallen, aber ich könnte mich bemühen. Von daher, sagt mir eure Meinung. Ich freue mich drüber. Und natürlich eure Challenge-Vorschläge. Dann danke ich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei Challenge Nummer 7. Bis dahin. Bye-bye.